Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich meinen Zandalari-Troll jetzt ein bisschen weiter leveln. Der ist mittlerweile auf Stufe 81 und ja, ich bin gerade so auf dem Weg zum Luftschiff, denn ich möchte nach Pandaria rüber, mir ein paar Schätze sammeln. Und wir haben auch schon wieder eine komplette Gruppe zusammengebastelt aus dem Stream, dass wir auch ein paar Dungeons leveln, durch ein paar Dungeons leveln können. Da queuen wir, warte mal, was habe ich jetzt gequeued? Genau, das ist Mists of Pandaria. Ach so, Timewalker können wir später auch machen, aber erst ab Stufe 90 dann. Naja, gut, dann bringt es eigentlich auch nichts mehr. Oh shit, ich bin viel zu weit geflogen. Da hinten ist das Luftschiff. In die falsche Richtung quasi. Wir machen jetzt einmal ein bisschen Mists of Pandaria und ein bisschen Kata-Inis. Und ich schaue, dass ich einmal nach Pandaria komme, hier unten, um die Schätze aufzusammeln, denn die bringen relativ gut EP. Und die sollte man schon mitnehmen, wenn es geht, ne? Genau, deswegen gucken wir jetzt mal. Achso, warte mal, haben wir da einmal. Ah, jetzt, okay. Hat kurz Für die Horde gebuggt. mögen unsere Feinde vor So, euch ich bin bebeben. bereit. Wir gehen einmal rüber nach MOP. Und dann. Schauen wir mal, nee, das Video schauen wir uns nicht an. Die Pre-Quest muss man, glaube ich, auch bei der Horde nicht spielen, sondern wir brauchen quasi jetzt nur hier das Anfangsding, dass wir uns immer hinporten können, ne? Das brauchen wir an der Stelle. So, die Quest können wir abgeben. Und irgendwie klappt das hier nicht mit dem Anmelden. Jetzt probieren wir es noch ein drittes Mal. Nichts und niemand wird uns Das Schurke aufhalten. ist zu hoch vom Level. Der ist 93. Das gibt's doch nicht. Seht ihr, Leute, so verzweifle ich, ne? Ich hatte ja jetzt nur Leute aus dem Stream eingeladen. Ich glaube, ich hatte es dreimal im Stream gesagt, dass man zwischen 90 und zwischen 80 und 90 sein muss. Und dann queut sich wieder einer, der 93 ist. Ich verstehe diese Leute nicht. Ich verstehe diese Leute nicht. Wie, ob sie es absichtlich machen würden. Naja. Ich hab jetzt aber persönlich auch nicht mehr drauf geguckt, ne, weil ich dachte, okay, so clever werden dann doch schon alle sein. Aber anscheinend doch nicht. Anscheinend doch nicht. So, jetzt haben wir auch einen Invite. Ich dachte mir schon, eigentlich müssen wir doch einen Instant-Invite kriegen. Nebenbei will ich nämlich noch. Oh, ich habe meinen Trank vollkommen vergessen einzuschmeißen, sehe ich gerade. Nicht, dass ich jetzt hier weniger krieg. Ja, 53.000, ne? Also da kommt schon ganz gut was rum, wenn man die Schätze aufmacht und die einmal lootet. Jetzt bin ich aber quasi auf der anderen Seite. Nicht wie sonst mit der Allianz unten, dass ich es einmal nach oben abfliege, sondern quasi fliege ich jetzt einmal von oben nach unten. Dann muss ich halt, ja, weiß ich nicht, eine andere Route wählen insgesamt. So, schade, Zorns hat mir leider auch wieder nichts gegeben. Schade, schade. Und ja. Blöderweise war ich jetzt halt die Woche die ganzen MOP-Dungeons schon ausgiebig, weil ja auch Timewalker-Woche ist. Ich mit einigen Chars hier die Timewalker-Dungeons durchgeballert habe, um so ein bisschen die Marken zu kriegen. Denn ich hatte ja noch ja, mit meinem Horden-Char ein paar Marken gebraucht, um mir die Ruf-Tokens kaufen zu können. Ne? Da gibt es so ein schickes Meta-Achievement, wo du jede MOP-Fraktion oder fast jede MOP-Fraktion auf Ehrfürchtig brauchst. Und ich habe das natürlich alles vor Urzeiten mit dem Ali-Char schon gemacht, ne? Also die Achievements habe ich alle. Ist auch auf Horden Allianz-Seite das gleiche Achievement. Blöderweise buggt es irgendwie rum und im Achievement-Counter auf dem Horden-Char wird das halt nicht gewertet, ne? Was habe ich mir gedacht? Komm, gut, dann gehst du her. Jetzt ist ja MOP, Timewalker-Woche. Holst dir halt schnell diese Marken. Zack, und hast die Achievements, ne? Ursprünglich dachte ich, ich brauche nur die beiden Horden-Only-Fraktionen, dass es zählt. Hab die geholt, hab gemerkt, okay, das Meta habe ich trotzdem nicht. Ich muss jede Fraktion holen. Das waren dann insgesamt 11 Fraktionen, die ich mir hochbasteln musste. Also 11 Fraktionen ehrfürchtig, bei allen hatte ich halt null Ruf davor. Das sind halt scheiß viele Tokens, ne? Deswegen bin ich halt doch die ein oder andere Timewalker-Inni gelaufen mit dem Twink. Und hab auch vorher die abgezählt, wie viele Fraktionen es gibt, die ich brauche, wie viele Fraktionen Tokens es gibt, ne? Es gibt 11 verschiedene Tokens, 11 verschiedene Fraktionen brauche ich auf Ehrfürchtig, ne? Um dann, wo ich mit allen fertig bin, festzustellen,
dass die 11 Fraktionen, die man fürs Achievement braucht, nicht gleich die 11 Fraktionen sind, die man, die quasi für dieses Tokens gibt. Ja, es gibt nämlich zwei Fraktionen, die man für die Achievements nicht braucht, aber zwei andere, die man quasi für dieses Tokens gibt. Und dann habe ich quasi zwei Tage das Zeug gefarmt, um dann zu merken, dass alles für die Katz war, weil mir noch zwei fehlen. Naja, und jetzt stehe ich halt da mit einem Haufen MOP Timewalker Inis durchgelaufen, ohne dass ich das Achievement am Ende habe. Naja, jetzt muss ich die letzten beiden Fraktionen irgendwie so nochmal farmen. Aber das mache ich, weiß ich nicht. Wenn mal eine Durchstrecke ist und man sonst nicht viel zu tun hat. Ist halt, sowas ist halt immer ärgerlich. Gut, man hätte sich halt vorher da informieren können, da nochmal ein bisschen genauer schauen. Ne? Hatte ich jetzt nicht getan. Ich bin davon ausgegangen, dass es wirklich alle als Token zu kaufen gibt. Wobei, man muss ja sagen, es ist ja eh gut, dass man durch die Time Walker so einfach die alten Ruffraktionen hochballern kann, ne? Also, das ist ja echt geschenkt. Wenn ich überlege, wenn ich jetzt alle Fraktionen händisch hochspielen hätte wollen, was das an Zeit kostet, ne? Und vor allem nicht nur vom reinen Zeitinvestment, das man so hat, sondern es sind ja auch sehr, sehr viele Fraktionen, wo es über Dailies geht. Heißt, du kannst dann über Wochen, Monate quasi jeden Tag die Dailies machen, um das Zeug zu bekommen, und das macht es natürlich schon noch ein bisschen nerviger. Patrick und Rico, hey, ich grüße euch beiden. Ja, wobei ich eigentlich immer jemand war, der das ganz gern gemacht hat mit diesen Dailies, weil es war absehbar, okay, jetzt habe ich heute so meine Routine, die und die Sachen mache ich und in so und so vielen Wochen bin ich dann irgendwann fertig und kann so das nächste anfangen. Ich persönlich mag sowas, ich kann aber schon immer verstehen, dass Leute davon genervt sind, weil sie sich nicht halt jeden Tag hinhocken wollen, sondern lieber irgendwas auf einen Rutsch durchziehen. Ja, das ist, denke ich mal, Geschmackssache. Ich mag beides ganz gern eigentlich. So. Achso, ins TS wollte ich noch gehen. Dann kann man sich dann gleich nochmal ein bisschen absprechen. Soll ich hier einen großen Pull machen? Was meint ihr? Ich bin Paladin, ne? Ich kann theoretisch auch bubbeln, wenn es ist. Error. Oh, Error. Mein TS spackt drum. Okay, interessant. Wir schauen jetzt einfach mal, ob das klappt. Laufe ich dem Heiler aus der Range? Absichtlich, aber ich lege hier nochmal das Ding hin. Wo ist meine Hand auflegen? Okay, Hand auflegen habe ich drin. Jetzt hoffe ich, dass der Heiler schnell kommt. Heile ich mich nochmal hoch. Meine ganzen. Jetzt habe ich alle Dev-CDs drin, die ich habe. Okay, das wird anscheinend doch nichts. Desorientieren. Nein, ich kann nicht nochmal heilen. Okay, ich Soulstone. Der Hunter, die Aggro. Ich hab den Boss halt schon getriggert. Siehst du, der Boss labert halt immer noch. Also obwohl ich jetzt gestorben bin, war das trotzdem schneller. Weil du halt hier in der Instanz bei dem Boss ewig warten musst, gefühlt, ne? Deswegen, wenn du da runterrennst, gleich schon mal den Typen triggerst, dass das Event hier losgeht. So, jetzt kommt der Boss. Wir hätten jetzt halt hier eine Minute warten müssen. Dabei kannst du halt auch gegen die Mobs kämpfen, die noch stehen. Das mit dem GS war relativ gut, ne? Sonst hätte ich nochmal reinlaufen müssen. Wie geht das mit der extrem weiten Kameraperspektive? Da gibt es ein Makro für, Max Camera Distance, ich glaube 2,6 ist im Moment das meiste, was du eingeben kannst. Musst du mal googeln, das Makro. Ich glaube irgendwie so Max Faktor und dann gib einfach mal bei Google WoW Kamera Makro ein, dann kommt es. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier irgendwo abgespeichert habe. Ist, glaube ich, standardmäßig drin. Meine nicht, ne. Hab's jetzt leider hier selber nicht drin. Aber irgendwas mit Max Faktor Kamera und dann. Früher konntest du auf Faktor 5 rausgehen. Das war nochmal fast doppelt so weit, wie es jetzt ist. Aber zumindest kannst du jetzt auf 2,6 oder sowas kannst du wieder rausgehen. Sie haben es mal gekappt, glaube ich, auf 2. Und mittlerweile haben sie es wieder ein bisschen gelockert. Also.
Ja, aber dann macht jedes bisschen macht was aus. Vor allem bei so Fights, wo du eine große Plattform hast und du einen guten Überblick brauchst über alle Effekte. Vor allem als Tank ist das immer ganz wichtig, dass du irgendwelche Ads, die ganz an der Seite irgendwie spawnen, dass du sie schnell bekommst, ne? Wenn auf beiden Seiten was kommt und du nicht erlauben kannst, dass du nur auf eine Seite guckst, ist es schon ganz praktisch. Genau. Man kann natürlich WoW sicher auch in der Ego-Perspektive spielen, aber ob das so gut ist, sei jetzt mal dahingestellt, ne? War ja, ob ich das bereuen werde, den Pull. Ah, der Heiler hat hoffentlich was drauf. Na, mal gucken, was mit dem Test los ist. Irgendwas spackt da auch noch rum. So, okay. Jetzt gucke ich mal nochmal. Na doch, okay. Jetzt hat's doch funktioniert. Komisch. Irgendwas hat da gerade rumgespackt. Oh, ich sollte vielleicht hier aber auch den Dings zumindest ein wenig antanken. Oh. Jetzt muss ich die nächsten Tage noch ein bisschen was an dem Kinderevent weiter farmen, ne? Ich hatte ja vorhin schon mal da mir noch ein Pet geholt, wobei ich jetzt demnächst auch ein paar mehr noch verkaufen will, beziehungsweise bis zum Ende von dem Event, das sind jetzt noch ein paar Tage, mir noch ein paar zusammenfarmen möchte, um die auch einzulagern, weil ich ja davon ausgehe, dass sie noch ein bisschen mehr wert werden. Ne? Muss ich mal gucken. Ja gut, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis dahin, gut, Donnerstag bis 10 Uhr, heißt Donnerstag wird nichts mehr. Aber vielleicht kann ich mir morgen Nachmittag noch ein paar holen und die anderen Tage am Abend vielleicht immer noch so ein, zwei. Ich denke mal, da so 10 Stück will ich mir einlagern. Dann kannst du da vielleicht über die nächsten Monate noch ein paar verkaufen und ganz gut Kohle machen. Über welche Seite lade ich mir die Add-ons? Über eine Seite an sich gar nicht, sondern über halt den Curse-Client, den ich seit gefühlt 10 Jahren drauf habe, beziehungsweise da heißt er jetzt Twitch-App. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Wo ist es denn? Hier, ich mach den mal kurz auf. Das ist quasi jetzt diese Twitch-App, die vorher Dings hieß. Die vorher Curse-Client hieß. Und da kannst du halt einfach... Oh, schau mal, ich kann jetzt zum Beispiel hier einen Haufen Addons aktualisieren. Da kannst du halt auch mehr Addons holen. Und das ist eigentlich auch soweit also Curse ist soweit die größte Seite im WoW-Bereich an Addons. Ne? Also das kann man nur empfehlen. Und du kannst es halt über die Seite laden oder direkt über diesen Client. Und der Client hat halt den Vorteil, dass du einfach hier drauf drückst, aktualisieren und er aktualisiert das Addon. Du musst nicht jedes Mal auf der Seite checken, gibt es was Neues oder so. Also das mache ich eigentlich, seit es das gibt, ne? Habe ich quasi diesen Dings hier. Gucken, holen wir mal alle neu ran. Genau. Wie man diese Kindertoys bekommt. Du musst in Boralos oder in Dazar Alor so ein Waisenkind aufpicken, kriegst eine Quest und dann einfach ein paar Orte besuchen und dann kriegst du die Pets. Ich habe da heute aber ein Video zu gemacht, einfach mal reingucken, da erkläre ich das kurz, wie das funktioniert, was es an Pets gibt. Es gibt nicht nur die 4 neuen, sondern es gibt halt noch auch einige alte, die man sich theoretisch holen kann. Und wie gesagt, habe ich halt extra ein Video auch wieder zu gemacht. Da kannst du mal reinschauen. Ich denke mal, das erklärt es ganz gut. Hoffe ich zumindest, dass es ganz gut erklärt. Ja, genau. Jetzt zeige ich auch, wo das Ganze ist. User entered your channel. Hey. Moin, moin. Oh, was ist hier los? Ist das, liegt es am TS oder liegt das an dir? Zum nächsten Mal. Ich höre dich auch sehr, sehr schlecht. Okay, dann liegt es wahrscheinlich am TS, ne? Du hörst dich gar nicht an wie sonst immer. Ja, du hörst dich an wie aus so einem uralten Gameboy, der Sound in etwa 8-Bit oder wie sich das schimpft. So hört sich das gerade an. Sehr interessant. Hey, vielleicht muss man, also wenn dann ist das TS gerade ziemlich down oder weiß ich nicht. Backt irgendwas anderes rum. Vielleicht müssen wir gleich mal gucken, dass wir rejoinen. Oder dementsprechend, also wir können ja aus der Instanzgruppe rausgehen, ne? Warte mal, wo war denn jetzt hier das Ding nochmal?
Hier war auch irgendwas rumgeflogen. Oder da oben an dem Schrein war es richtig. Das Problem ist, die Add-ons, die funktionieren gerade wieder nicht zum Anzeigen der Schätze. Irgendwas spackt da im Moment rum. Jetzt muss ich die quasi aus dem Gedächtnis abfliegen, die Schätze. Und das ist immer ein bisschen nervig. Okay, einer aus der Gruppe ist offline. User disconnected from your channel. Ich rejoin auch mal hier. Disconnected. Channel switch. Dann können wir gleich mal gucken, ob es ein bisschen besser ist. Dabei sammle ich noch ein paar Schätze ein. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem einen ist, der offline ist. Ich würde sagen, dann warte ich jetzt mal ganz kurz. Gibt ihm die Gelegenheit, dass er quasi wieder ins Game kommt. Und wenn er nicht kommt, dann kickt man halt raus und ladet wen anders ein. Das ist ja auch kein Stress. Dabei kann ich auch hier eine Gruppe aufmachen. Also wenn ihr gerade dazugestoßen seid und auch mitleveln wollt, könnt ihr das gerne tun. Wie gesagt, einen DD-Slot haben wir frei, beziehungsweise eventuell zwei, wenn unser... Ist das der Hexenmeister? Nee. Das war der Hunter, genau. Also wenn der jetzt gleich nicht wiederkommt, dann können wir da sogar zwei Leute theoretisch einladen. So, dabei sammle ich jetzt hier noch ein paar Schätze auf. Wie gesagt, die bringen relativ gute EP. Als ob ich ab und zu Insel-Expeditionen spiele. Ja, also ich glaube, ich spiele etwa so ab und zu Insel-Expeditionen, wie ich das Shard of Thorns Mount farme, ne? Also beim Shard of Thorns Mount habe ich jetzt 5000 Tries und Insel-Expeditionen bin ich jetzt bei 2600 Inseln, die ich gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob man das als ab und zu bezeichnet oder dass ich dann doch schon einige spiele. Ja, von dem her, ja, ab und zu spiele ich ein paar Inseln, das ist richtig. Hallihallo, jetzt höre ich dich gut. Genau, jetzt hört sich's besser an, komischerweise. Schön. Wunderbar. Alles gut soweit? Ach ja, du, hier, wenn wir den heute fertig kriegen, dann bin ich auf jeden Fall froh, sag ich mal so. Hast du dir auch ein paar Pets geholt vom Dings-Event, von diesem Kinder-Event? Ja klar. Hast du welche vertickt oder nur für eine eigene Sammlung? Bis jetzt habe ich noch keine vertickt. Ich habe aber schon drei Server mit jeweils immer vier Pets immer ausgestattet und mal gucken. Das hätte ich eigentlich auch machen sollen, aber irgendwie hatte ich zu viel anderes Zeug. Deswegen, ich hätte das, weißt du, hätte ich diese ganze Kacke mit dem Time Walker nicht gemacht, dann, ja. Naja. Ja, bei dir sind die Preise deutlich niedriger. Es kann auch sein, dass sie bei dir die aufkaufen und auf Servern wie meine für das Doppelte dann reinstellen und hoffen, dass sie es loswerden. Mhm. Ja. Gut, ich sag mal so, hier auf Antonidas sind sie irgendwas zwischen 25 und 30k, die Dinger, ne? Jetzt, ich habe aber schon gehört, dass auf anderen Servern die teilweise für 70k drin sind, ne? Und teilweise ja, auch genau dafür weggehen. Das ist halt krass. Ich hab's jetzt um die 50 reingestellt, aber bis jetzt noch nichts verkauft bekommen. Schauen wir mal. Im Endeffekt, für den Aufwand wären sie eigentlich, also der Aufwand, den man sich machen den man sich dafür macht, sind sie vielleicht 4-5k wert, würde ich mal sagen, maximal. Weil du musst ja wirklich ja nur 10 bis 15 Minuten nur rumfliegen und dann ein Item drücken und wieder weiterfliegen. Also, naja, aber mal gucken. Also eins habe ich schon verkauft für 26.000, ne? Und ein Kollege hat halt auf verschiedenen Servern anscheinend die Dinger verkauft und meinte teilweise für 70.000 Gold hat er eins verkauft. Also krass. Man hätte das halt gleich ganz am Anfang durchspammen müssen und ja. Da wäre man. Warte mal, sind wir aus der Queue geflogen? Oh, ups. Da wäre man dann ordentlich reich gewesen, aber naja. So ist es. Der Hunter ist noch in der Instanzgruppe, wird mir hier angezeigt. Achso, ja, der hat wahrscheinlich Disconnect, dann schmeißt man einfach raus, egal, und queuen dann in 1-5 Minuten so rein, würde ich sagen. Weiß jetzt nicht, ob der wiederkommt. Vielleicht hat er auch ein komplettes Connect. Dann kann er ja auch später wieder einsteigen, wenn er will. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Dieses Ding, das... Warte, wo war denn das? War das unten drin? Ich fliege gerade die Schätze ohne Addon ab. Jetzt so aus dem Gedächtnis. Jetzt gucke ich mal, ob ich das drauf habe. Hier ist die Kiste, genau. Schau mal in Damage Meter, wo der Heiler war. ich seh gerade, ne? Du hast mich outgedpst. Aber ich musste auch auf dem zweiten Bildschirm gerade noch was regeln mit dem Char. War jetzt unglücklich. Dass dein Freund hat 3000 Inseln und 2 Mounts, dann hat dein Freund aber Pech, ne?
ich jammer ja gern und sag ja, ich krieg nie was und so, ne? Ich glaube mal, so sind wir ja alle zum Teil. Aber ich habe jetzt 2600 Inseln, wie gesagt, mit beiden Accounts zusammen und bin bei 5 Mounts. Das ist okay, würde ich mal sagen. Also, ich war bei 2,4 oder so und hatte nur 3 und dann habe ich 2 relativ schnell hintereinander bekommen. Oder wenn wir jetzt gucken, genau, ich habe hier mit dem einen 1300 und mit dem anderen Account habe ich 1400 knapp. Ja, bin ich sogar bei 2,7. Ja. 2,7 Inseln. Ja, aber es ist gut. Also, ich denke mal, ich werde demnächst noch mehr bekommen, hoffe ich zumindest. Und ja, da gucken wir einfach mal. Was ich halt mache, ne, ich mache halt keine RHC oder Mythic-Inseln. Nicht, weil mir das zu schwer oder irgendwas ist, sondern liegt einfach daran, dass ich meine ganzen Chars über die Inseln hochspiele, weil du bekommst auch relativ viel EP. Und selbst wenn ich keine Mounts bekommen hätte, hätte ich zumindest dann einige Chars hochgespielt, ne? Ich habe heute Nachmittag mal nochmal gezählt. Ich bin jetzt bei quasi 56 Chars, die ich auf 120 habe damit. Und ja, viele, viele, die jetzt noch irgendwo dazwischen sind, ne? Also ich habe quasi insgesamt 79 habe ich jetzt gesehen, oder? Warte mal, waren es 9? Ich glaube 79 waren es, die zwischen 110 und 120 sind, also insgesamt an Chars. Und wie gesagt, 56 davon sind schon auf 120 und die anderen paar, die werde ich jetzt halt, also ein bisschen mehr als 20 sind es noch, die da quasi da in der Zwischenrange sind, die werde ich dann die nächste Zeit irgendwann über die Inseln hochballern. Ich mache immer ein paar Inseln und level dann die Chars weiter. Und mein Ziel ist quasi, dass alle diese Chars im Optimalfall vor 8.2 auf 120 sind. Dass ich dann mit dem Leveln komplett durch bin. Bin ich jetzt schon wieder an der Höhle vorbeigeflogen? Irgendwo hier muss diese Kackhöhle sein. Hier, da hinten war sie. Die wird wieder falsch angezeigt. Die ist da hinten und wird aber auf der Map komplett falsch angezeigt. Irgendwie hier. Komischerweise. So rum ist es. Ich dachte mir schon, ich war nämlich schon richtig. Hab mich dann von der Map quasi irritieren lassen. Was, du, danke dir, aber die Pets habe ich schon soweit alle. Wenn du es nicht brauchst, verkauf's lieber. Weißt du, ich würde es dann halt sonst auch nur verkaufen. Das macht ja dann auch keinen Sinn. So, ich würde sagen, wir queuen jetzt einfach weiter mit der Truppe. Ich denke mal, der eine wird nicht wiederkommen. Dem ist, wenn dann sein Internet weg oder ihm war das alles zu schnell. Man weiß es nicht. Optimal wäre halt, wenn ich bis 8.2, was ich jetzt schätze, was noch so einen Monat, eineinhalb, denke ich mal, wird sicher noch dauern, bis er kommt, dass ich bis dahin meine ganzen Chars auf 120 habe und im Optimalfall, dass ich meinen Arena-Mount erspielt habe. Ne, ich habe ja 22% oder so habe ich von dem Ding schon gebastelt, beziehungsweise halt das Rating auf über 1,4 gespielt, dass ich überhaupt die Prozente kriegen kann. Das will ich halt noch fertig machen. Und dann, während ich meine Chars-Level halt am besten noch ein paar Mounts einheimsen kann. Und dann suche ich mir wahrscheinlich auch wieder einen Raid und solche Geschichten, ne? Aber mal gucken. Mit dem Leveln und Arena habe ich mir eh schon einiges vorgenommen. Ich habe ja letztens auch die Dings alle fertig gemacht, die M+, ne? Ich habe ja meinen Alichar gegiert. Und dabei habe ich dann halt auch die EM Plus alle auf 10 Mal in Time gespielt, was random teilweise echt ein bisschen nervig war. Aber naja, muss mal gucken. Und ein bisschen Gold wollte ich ja eigentlich jetzt davor auch noch machen, weil ich habe ja diese komische Rakete gekauft, also dieses Kartenspiel-Mount für 6 Millionen. Jetzt bin ich auf Anto so gut wie pleite, deswegen kommt mir das mit den Pets ganz gut gelegen, dass ich da nochmal ein bisschen was einnehmen kann. Wie du 5k zu 10k machen kannst. Naja, wenn du dich im AHA gut auskennst und Sachen einkaufst und teure wieder verkaufst, dann kannst du das sicher über einen gewissen Zeitraum machen. Dafür brauchst du aber ein gewisses Hintergrundwissen, ne? Wenn du das nicht hast, dann solltest du dich vielleicht eher an Farming-Aktivitäten bedienen, die quasi dafür sorgen, dass du... Quest habe ich... Ach, scheiße, ich habe die Quest nicht angenommen.
Da hast du kein Risiko, weil du kannst halt auch schnell, wenn du 5k Gold hast. Hey, warte mal. Achso, der ist da ganz an der Seite. Wenn du 5k Gold hast, im H irgendwas einkaufst und versuchst zu verkaufen, kann es auch gut sein, dass du das in 5k nur 3 machst, ne? Wenn du halt quasi über Flips Gold machen willst. Also da sollte man schon etwa wissen, was man tut. Vor allem mit 5k kannst du auch nicht viel flippen, weil das halt naja, nicht sonderlich viel ist. Da würde ich dir lieber raten, erstmal anfangen, irgendwas zu farmen. Zum Beispiel jetzt diese Fettgeschichte, ne? Da muss man nichts können für. Ich pulle jetzt wieder hier komplett durch. Das müsste eigentlich gehen. Ich sollte mich bloß halt... warte mal. Nehmen wir den Gaul. Ich noch einen Gaul. Oh nein, der ist auf Global. Okay. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Ich dich nicht mal. Bin gestunt. Das ist jetzt nicht gut. Hand auflegen. Nein, dieses dumme Hand auflegen. Ah! Ich habe keinen einzigen hier in Range. Das ist fürchterlich. Ja, das Problem ist, ich hätte jetzt... ich habe extra mal einen Heal rausgehauen. Wollte dann Hand auflegen drücken und genau dann wurde ich gestunt. Dann, und in der Sekunde, wo der Stun abgelaufen ist, bin ich gestorben. Also ich hätte Bob drücken können oder ich hätte Bubble drücken können, dann wären aber alle Mobs zurückgelaufen und ihr hättet auf die Fresse gekriegt, dann wären wir auch gewiped. Keine Ahnung, das ist halt so unlucky teilweise mit diesen blöden Stunts. Aber der Boss ist getriggert, ne? Also bleibt sich jetzt eigentlich gleich. Ach komm, bin halt nur im CC und nochmal im CC. Habt ihr gesehen, der Heiler ist schuld. Fängt er schon wieder an. Durch der andere Heiler, das soll er hier übernehmen. Der hätte das bestimmt geregelt. Ja, der wäre in Katzengestalt hier lang gesprintet und hätte das geregelt. Ich sag's dir. Du, Chris, danke dir, aber ich hab die Pets alle. Ich verkauf dir dann auch bloß immer Haar. Also, weißt du, das bringt dann relativ wenig. Warte mal, ich hab doch den Boss getriggert. Warum ist jetzt hier kein Boss da? Ach doch, schau mal, jetzt kommt der erst raus, der Boss. Habt ihr also gesehen, wie lange das dauert mit dem Gelaber? Deswegen musst du ja so schnell wie möglichst vorlaufen, dass du das Boss-Event triggern kannst. Sonst dauert es hier immer 5 Jahre. Also ich habe im Moment alle Insel-Pets, die man kriegen kann und beziehungsweise alle Pets, die man in-game soweit holen kann. Außer die Kinderdinger, weil ich die halt direkt alle ins AHA geschmissen habe, ne? Aber die werden sich eh nicht alle verkaufen, also da bin ich mir relativ sicher. Ich brauche halt jetzt nur noch so Pets, die man, weiß ich nicht, Collector's Edition Classic, Collector's Edition hier von Burning Crusade oder vom StarCraft und solche Sachen brauche ich halt noch. Die versuche ich mir so nach und nach mal irgendwo zusammenzuholen. Sind aber schweineteuer, ne? Also das kann ich euch sagen. Ich habe mir jetzt letztens nochmal dieses Greifenküken, das war ja eigentlich so ein Code, der bei so einem Plüschtier dabei war, den habe ich mir bei eBay mal noch gekauft, also nur den Code. Der Code hat mich jetzt 70 Tacken gekostet und zwar ohne das komische Pet, ne? Also zwar schon mit dem Pet, aber ohne das quasi das Plüschtier-Pet, ne? Also das war natürlich nicht dabei. Und das hat damals wesentlich weniger gekostet. Also da hat jemand gut verdient, dass er sich's damals geholt hat, quasi. Und ich habe mir jetzt auch die Collectors von Dings geholt, von Overwatch. Extra wegen dem Pet nur, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich Overwatch spielen werde, aber ich wollte das Pet haben, das es von der Collectors gab. Und dann war die Collectors halt irgendwie reduziert auf 30 Euro oder sowas, was es... Und dann dachte ich mir, komm, gut, holst du sie dir einfach mal. Dann hast du dann das Winston-Pad. Na, oder sieht man das? Over. Ja, hier genau. Da, Baby Winston habe ich jetzt als Pad und das Greifenküken. Genau, hier. Das ist das Greifenküken. Das hat mich 70 Euro gekostet. Naja. Ich will mir jetzt halt so nach und nach diese ganzen Collector-Sachen mal besorgen. Naja, du kannst das Pet Battle Dungeon machen. Vor allem Höhlen des Wehklags kriegst du halt Zeug raus, was relativ gut an Wert hat, ne?
Das wäre vielleicht eine Idee. Ich weiß gar nicht eigentlich, ich müsste mal gucken, wie viel die aus Ding wert sind. Aus Gnomerigan. Das wäre das andere, was vielleicht noch einigermaßen was wert wäre. Könnte man auch noch mal gucken. Aber da ist mir schon wieder die Zeit fast zu schade für, ne? Ist halt ziemlich aufwendig alles. Zieh die einfach immer weiter. Dann werde ich nämlich nicht gestunt. Müsst die halt langsam runter DPSen, die Viecher. Seht ihr, die casten immer dieses rote Ding mit dem Schwert drin. Und wenn du da in Melee-Range stehst, dann stunnen sie dich halt, ne? Deswegen laufe ich jetzt halt immer hier ein Stück weiter. Dann kann ich von denen nicht gestunt werden. Das einzige Problem ist, ich pull halt immer mehr Mobs, ne? Aber solange ich nicht stehen bleibe, ist es kein Stress. Wenn ich halt einmal gestunt werde, ist ungünstig. Ne? Aber da die das die ganze Zeit casten, hauen die eigentlich auch nicht zu. Also machen halt nichts anderes eigentlich. Deswegen geht das. Wenn du weißt, wie du das machst, kannst du hier eigentlich den ganzen Shit mitpullen. Wir müssen jetzt bloß unten stehen gleich zwei Typen. Die casten die ganze Zeit. Und die musst du interrupten, weil die heilen. Diese zwei. Heißt, wenn ihr jetzt hier mit drin seid, dann interruptet die bitte. Das hier müssen wir interrupten. Das heilt nämlich. Wunderbar, die anderen sind down gegangen. Habe ich nichts mehr. Ich kann noch einen Stun draufschmeißen. Und der hier, der kriegt noch ein Schild ab. Sollen wir da oben noch? Da sind noch so Ranges. Ziehen wir die mal mit hier rein. Du musst halt immer sehen, es gibt in WoW nie langfristig den Tipp, der krass Gold bringt, weil das ja alles keine Items sind, die krass Gold bringen, die du zu einem Händler verkaufst, sondern die ihn kaufen andere Spieler. Wenn irgendwas sehr lukrativ ist, dann machst das ja nicht nur in dem Fall du, sondern alle anderen Spieler auch. Und wenn sich alle draufstürzen, dann wird die Sache zwangsläufig weniger wert, bis halt fast gar nichts mehr wert ist und es sich nicht mehr lohnt, es zu farmen. Deswegen sind so Sachen meistens nur immer temporär sinnig. Und wenn es alle machen, dann lohnt es sich nicht mehr für den Einzelnen. Ja, das musst du halt. Deswegen sind diese ganzen Goldtipps und diese ganzen Sachen auch immer nur mit Vorsicht zu genießen, weil das, was die große Masse macht, wird auf kurz oder lang halt entwertet. Das ist mit fast allen Sachen so. Deswegen muss man da halt immer mal wieder switchen. Und so Events-Sachen sind immer am Anfang relativ gut, wenn was Neues eingefügt wird, ne? Und das geht dann relativ schnell wieder quasi nach unten vom Preis. Also diese Pets jetzt von diesem Kinder-Event, die werden jetzt halt auch relativ schnell fallen. Wobei, da ist es ein bisschen eine Sondersache, weil die Events halt immer nur temporär sind. In dem Fall jetzt eine knappe Woche ist das Ganze. Und danach ist es quasi wieder bis nächstes Jahr nicht mehr möglich, das Pet zu holen. Heißt, es ist eine relativ lange Zeit und wenn jetzt jemand gerade im Urlaub ist oder einfach nicht dran denkt oder das jetzt einfach nicht auf dem Schirm hat, dass da das Pet gibt, sich das in der Woche nicht holt und danach das gerne haben würde, müsste ein Jahr warten. Ne? Und so geduldig sind viele Leute nicht. Dann gehen sie lieber ins Haar und sagen, komm, scheiß drauf, bevor ich jetzt ein Jahr warte, kaufe mir das für 20, 30, 40k. Gut, ob es so viel wert wird. Ich schätze mal, so 20k kriegst du vielleicht schon noch. Aber das ist ein guter Preis. Du musst sehen, du brauchst maximal für das Zeug eine Viertelstunde, kannst es fast full AFK'en, weil die meiste Zeit du eh nur von einem zum anderen Ding hinfliegst. Ideal, wenn du nebenbei eine Serie gucken willst, gibt eigentlich nichts Besseres und du kannst theoretisch in der Stunde 4 bis 5 Dinger holen, je nachdem wie schnell du bist. Und wenn die dann für 20k verkauft bekommst, ne, ist das ein verdammt guter Stundenlohn, sind es über 100k in der Stunde, für das, dass du es noch halb AFK machen kannst. Also, ja, bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Ich sollte mir mehr holen, ne? Und nicht so viel anderes Zeug machen. Aber ich will jetzt im Stream nicht nur rumfliegen und diese Pets mir einsacken. Ich kann dir welche leihen, wenn du willst. Wenn ich sie zurückbekomme, kannst du ja dein Glück versuchen auf anderen Servern. Ach so. Das können wir natürlich auch machen, wobei ich will ja nicht, dass du meine Faulen unterstützt. wie viel hast du denn rumflacken?
11, 16, ich weiß nicht, ich habe bestimmt 16 Charts durch, also 4x4 von den Pads. Okay. Ja, 3 Server vollgepackt. Ja. Ergebt euch sogar. Aber ja, bis jetzt nichts verkauft, deswegen weiß ich nicht, ob sich lohnt. Ansonsten parke ich sie in der Bank und dann verkaufe ich sie übers Jahr hinweg einfach. Das ist auch so mein Plan. Ich hau jetzt alle rein auf den Servern, wo ich das Gold halt haben will. Und dann farme ich mir halt jetzt mit möglichst vielen Chars, bis das Event zu Ende ist, das Ding noch. Und dann so in 1-2 Monaten, denke ich mal, wirst du halt, ja, so 20-30k wirst du viel kriegen, ne? Hoffe ich zumindest. Ach, der hat die gesappt und funktioniert das, wenn der geblindet ist? Wow. Oh. Mal schauen, ja, wenn wir die skippen können. Ich glaube, haben wir alle Leute? Ja. Die werden wir nicht skippen können, oder? Außer der macht jetzt mal einen Speed an. Ja, gut. Naja, gut, aber zumindest haben wir zwei Gruppen geskippt, ne? Besser als nix. Ich habe noch nie einen Short gesehen im Low-Level-Bereich. Ich habe es öfter gesehen, aber selten einen, der geklappt hat. Das Problem ist, wenn, dann ist der Rogue inkompetent oder die restliche Gruppe ist inkompetent, ne? Das ist meistens das Problem an Anschluss Shroud-Taktiken. Hand auf linke Frau. Ich muss erstmal was anvisieren. Alle Krankenkühe. Stimmt das? Du, ich hab, wenn das dein Addon sagt oder wenn im Auktionshaus das so viel wert ist, dann wird das schon stimmen, aber du, es gibt 1000 Pets oder so, ne? Ich hab 1115 einzigartige Pets. Ich weiß nicht von jedem Pet auswendig, wie viel es wert ist, also da muss ich echt passen. Ich hab dafür halt ein Addon, ne? Ich muss es nicht auswendig kennen, weil ich kann es einfach in den Käfig packen und dann sehe ich, wie viel es wert ist. Also sowohl, was es auf dem Server wert ist, beziehungsweise was es halt EU wert. Also quasi Region-Wert ist. Und das sind eigentlich die Informationen, die ich brauche. Also ich brauche das nicht auswendig wissen und weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Bei Sachen, die ich öfter mal habe verkauft, da habe ich die Werte so im Kopf, aber nicht bei jedem Item. Wie levelst du? Erst begrüß dich. Ja, also für mich ist so das Beste, wie man am schnellsten levelt eigentlich, wenn du eine vorgefertigte Gruppe hast und dann Dungeon spamst, ne? Wenn du random Dungeon spamst, kann es nervig sein, aber mit einer vollen Gruppe ist es eigentlich immer relativ gechillt, ne? Wenn man halt Leute dabei hat, die nicht die ganze Zeit nur gegen die Wand laufen, sondern die Hälfte der Zeit vielleicht auch ein bisschen mitkämpfen, dann und vor allem das auch checken, dass man einiges skippen kann, weil die Dungeons läufst ja nicht mehr so wie früher, sondern du machst es ja mittlerweile so, dass du nur noch versuchst, so schnell wie möglich zum Endboss zu kommen, weil der ja die NDB triggert, ne? Also nicht mehr jeden Boss umhauen oder so. Das ist eigentlich das Effizienteste, wie du leveln kannst. Wir haben jetzt letztens auch mal ein bisschen versucht, über Quests zu leveln. War nicht ganz so zielführend und hat wesentlich länger gedauert. Also zumindest so wie ich gelevelt hatte, ne? Ich will es jetzt nicht pauschalisieren. Vielleicht gibt es da jemanden, der da richtig durchzieht und schneller mit ist. Das will ich jetzt auch nicht anzweifeln. Aber das, was ich probiert habe, war bodenlos viel langsamer. Also das hat sich überhaupt nicht rentiert. Aber wir haben vielleicht auch die falschen Questgebiete gelevelt. Das kommt noch dazu, ne? So, dann können wir eigentlich hier wieder rausleaven. Aber so, mal gucken. Gut, wir waren halt im... Wo waren wir? Im Brachland waren wir unterwegs. Und im... Eschental, genau, die beiden. Ja. Und im Brachland waren wir halt eine 5-Mann-Gruppe und jede zweite Quest war halt, sammel irgend 10 von dem auf und man hat sich halt gegenseitig die Items weggenommen und das war halt ineffizient hoch 10, also das hat sich gar nicht rentiert. Naja, Du musst immer sehen, wenn du an einer Schraube beim Goldmachen drehst, wenn du wenig Zeit aufwenden willst und viel Gold kriegen willst, dann ist meistens hast du meistens den Faktor, dass du, wenn dann was verkaufst, was sehr lang dauert, was immer weggeht, wie Transmog zum Beispiel,
Damit kannst du mit relativ wenig Aufwand relativ viel Gold machen. Dauert halt ewig, dass es weggeht. Dann die andere Sache ist, du kannst auf viel Risiko gehen. Heißt, du kaufst was anderes im Auktionshaus ein und versuchst es wieder zu verkaufen. Mit einer großen Gewinnmarge hast du sehr wenig Aufwand, hast aber ein großes Risiko, dass du vielleicht kein Gold machst oder sogar Gold minus machst. Ne? Also die Allgemeinformel, was viele Leute haben wollen, ich will einen Haufen Gold machen, keinen Aufwand haben, kein Risiko und möglichst schnell, das funktioniert nicht. Weil wenn es das geben würde, wird das jeder machen und dann wäre es nichts mehr wert. Ne? Das ist der Ding. Nee, aber wenn du wenig Ahnung hast, dann ist halt das Beste, was du eigentlich machen kannst, Mats zu farmen, die viele Leute brauchen, und das sind dann halt in dem Fall BFA-Mats, und das heißt Kräuterkunde oder Bergbau, die Sachen zu holen. Ne? Dafür brauchst du wenig Hintergrundwissen, das Zeug verkauft sich immer, ist aber halt mit einem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden. Ne? Du musst halt da rumfliegen und das Zeug aufsammeln. Mir persönlich ist, ich mache das nicht, weil mir da die Zeit zu schade ist und ich aber auch noch einen relativ großen, quasi einen relativ großen Bunker an Gold habe. Ne? Ich nag jetzt nicht am Hungertuch, aber ich habe nicht genug Gold, um mir jetzt die ganzen Sachen zu kaufen zu können, die ich haben will. Aber das sind halt dann auch so Kartenspiel-Mounts, die halt dann mal Gold-Cap kosten oder mehr. Ne? Das ist halt, je nachdem, in welcher Dimension man da halt unterwegs ist. Aber wie gesagt, das, was ich jetzt gemacht habe mit dem Kinder-Event, das kann ich nur empfehlen. Da hatte ich ja, wie gesagt, auch das Video gemacht. Schaust du es vielleicht einfach an, dann wird es erklärt, wie du die Pets kriegst. Holst du ein paar, haust den Sahar rein. Das ist, denke ich mal, im Moment die beste Möglichkeit, um an Gold zu kommen. Erfülle mich mit deiner Macht. Albiot, hey, grüß dich. Den Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Ihre Energie ist mächtig. Du, die würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Es gibt so ein Ding, die Jaxa-Barei, die kannst du im Moment auch holen über die Timeless Coins. Aber was die wert sind, weiß ich jetzt nicht. Da müsstest du halt einfach mal gucken. Hol dir am besten zum Beispiel Trade Skill Master. Da siehst du eigentlich die ganzen Preise. Weil, also ich werde jetzt ehrlich gesagt nicht hingehen und hier jedes Pet, was du wissen willst, raussuchen. Hol dir am besten einfach selber das Add-on. Das macht dann mehr Sinn. Sogar zusammen haben wir versagt. Das Problem ist, auf Antonidas habe ich irgendwie so den Eindruck, dass du da so viel Konkurrenz mit den Pets hast, ne? Dass ich das wahrscheinlich nicht unbedingt rentieren würde. Ich müsste wahrscheinlich meine Pets auf Lothar oder so verkaufen. Da hast du halt relativ wenig Konkurrenz an Leuten. Wobei... Auf Lothar Allianz oder Horde? Allianz. Horde, ne? Nee, ach, Allianz. Warum? Hast du auf Lothar auch was? Nee, weil ich glaube, Lothar ist sehr schwach von der Allianz besetzt. Deswegen könnte eine Chance sein. Na gut, das Auktionshaus ist eh für beide Fraktionen, also egal welche Fraktion du spielst. Dachte ich an Ereda gerade. Nein, ich weiß auch nicht. Muss halt gucken. Nee, Antonidas ist auf jeden Fall viel niedriger. Viel mehr Leute, die den Preis runterdrücken. Ja, ja, das auf jeden Fall. Nee, aber auf Lothar ist es so, dass wesentlich weniger Allianz als Horde ist, aber ja, die Allianz ist trotzdem weniger. Also der Server ist halt relativ, hat dann Low-Pop quasi. Also da sind jetzt nicht mehr so viele Leute. Und tendenziell kostet da halt, also auf leeren Servern kostet tendenziell alles immer ein bisschen mehr als auf volleren Servern, ne? Vor allem ein bisschen exotischere Waren, weil oft bist du dann der einzige Anbieter von diesen und oder ein anderer ist der einzige Anbieter und dann sind die Preise immer relativ hoch. Und umso voller die Server sind, umso mehr Anbieter gibt es eigentlich. Zwar auch mehr Nachfrage, aber das drückt meistens die Preise nach unten. Naja, wenn wir mal gucken. Was ist halt, ne, Riyakir, der hat vorhin gemeint, dass er halt 600k alleine durch die Pets jetzt bis jetzt gemacht hat von dem Event. Und das ist halt schon ein Haufen Kohle, ne? Also, aber der hat es ja auch auf allen möglichen Servern verkauft, so wie er gesagt hat, teilweise auf englischen Servern.
Also da kann ich mir das schon denken, dann spreadest du dein Gold halt relativ weit. Ich hab kein Ziel. Was gibt's? Unsere unerfahrensten Schüler bezwungen. Jetzt müsst ihr euch gegen zwei der Besten behaupten. Ach, das sind Schultern, das sah aus wie Handgelenke. Okay, ich wollte gerade sagen, brauchst du Sockel? Nee, ich brauche jetzt keine Sockel. Ich muss immer so ein bisschen mal checken, was ich hier an Gear bekomme, weil teilweise lege ich das dann immer nicht an. Und das Bittere ist, MOP ist eigentlich immer so die letzte Expansion, wo ich das Gear dann noch sinnvoll anlege, weil die anderen rast du dann einfach nur so durch. Ne? Hier in WoD machen wir jetzt ja bloß noch die Bonus-Objectives, beziehungsweise die Bonus-Ziele, und dann kriegst du ja eigentlich kaum Gear. Und Legion machst du die Invasion, dann kriegst du eigentlich auch kein Gear. Dann stehen die Chars und Inseln mache ich dann quasi bis 120. Und teilweise haben die Chars dann auf 120 das Gear an, was ich jetzt anhab quasi. Also klar, das Heirloom Gear, das steigt dann mit dem Level. Ne? Das ist dann, ich glaube, 260, 70, 80, irgendwie sowas ist das dann. Bloß der ganze Rest hier. Das hier ist dann Low Level und den geilsten 120er Char, den ich letztens hatte, der hatte Füße an, die waren Item Level 70 und Hände, die waren Item Level 80, also wirklich 80, ja, und 70, also wirklich, ich glaube, das war aus Burning Crusade, das Zeug, ne, und der ist, so ist er auf 120 rumgestanden, da habe ich mir dann ein paar Items jetzt über Dings geholt, über Time Walker, da kriegst du ja 350er Item Level. Da musst du mir überlegen, der Char macht dann bei dem Händler einfach 300 Item Level plus. Das ist halt richtig krass. So gammel ich dann in den Inseln rum. Da geht halt immer meistens nicht ganz so viel. Ne? Man müsste sich halt dann zwischendrin eigentlich immer ein bisschen Gear holen. Aber dafür bin ich dann teils zu faul und naja. So, Schar des Zorns hat wieder nichts ergeben. Ja, mal gucken. Lothar brauche ich noch, ein Eridar. Eigentlich sollte ich die Woche nebenbei nicht den Schar machen, sondern dieses Kinder-Event, aber das ist ja nächste Woche auch noch. Mal gucken. Ich denke mal, das werde ich dann schon noch mit ein paar Schar schaffen. So, sollen wir hier den ganzen... Ach, oh, Quest, die muss ich noch mitnehmen. Sollen wir hier den ganzen Trash mitnehmen? Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich am Anfang die Quest angenommen? Reicht der Damage? Ich weiß es nicht, ob der Damage reicht. Ich pull jetzt mal nicht alle, ich pull jetzt nur die zwei Gruppen zusammen. Der wichtigste DD muss ja jetzt heilen, wenn du so. Ach, diese Überheblichkeit, ne? Müssen bloß die Mobs halt immer interrupten, dann geht es eigentlich. Auch den da oben, dass der da mal reinkommt. In die Truppe. Ist hier auch ein Dev-CD. Oh, wir haben sogar ein Mars 4 bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, gehen wir mal auf Lothar. Welches? Ja, hier das Kinder-Event, meine ich, von dem ich vorhin die ganze Zeit gesprochen habe. Ja, schau, es ging doch ganz gut. Haben auch einigermaßen genug Schaden dabei. Wenn du hier so eine richtige Gammel-Gruppe hast, die wirklich gar nichts an Damage reißt, da technisch. Und nichts interrupted, dann wird's richtig nervig, weil dann gehen solche Pulls auch gut und gern mal schief, weil du ewig gegen die Viecher kämpfst, aber nichts tot geht. Und dann hat sich das dann auch relativ schnell. Zu weit weg. Wird aber auch nichts mehr gekickt. Ah, doch, da kommt der Stun. So, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Brauche ich? Ja, mit dem Hexer brauche ich den Char noch. Dahin fliegen. Ja, ich muss mal kurz im Breath stehen. Aber du heißt es ja weg. Sag ich bin so froh, wenn ich diese scheiß Char-Mount endlich mal hab, ne? Dann muss ich nämlich den Kack nicht immer nebenbei basteln. Dann könnte ich da vielleicht ein bisschen auf Sniper-Tour gehen im Auktionshaus. Ja, du brauchst ja jetzt ein bisschen Gold. Ja, leider, ne? Obwohl, was hast du gesagt? 12 Mille oder sowas? Oder wie viel war's? Was ich insgesamt noch hab... Ja, das ist ja eigentlich auch gut. Gutes Polster. Ja, ich hab das halt auf allen möglichen Servern rumflacken, ne? Auf dem einen habe ich nur 11. Auf dem
anderen habe ich noch wie viel? Habe ich noch... boah, da habe ich auch fast nichts mehr, ne? 6,9 habe ich da noch. 12, 18, 18 habe ich noch etwa. 18 Mille, aber das ist halt auch nicht mehr viel, weil das halt so verstückelt ist, ne? Alleine wenn du hier guckst, da habe ich auf Maligos eine Mille, auf Uldir 100.000, hier auf Lothar nochmal 600k, Frostmourne 100k, auf Equin 4,5 Mille und so weiter, ne? Also es ist halt leider alles ein bisschen verstückelt. Und wenn du dir halt so einen Kartenspiel-Mount kaufen willst, ne, dann kannst du da halt rechnen, dass du halt Goldcap irgendwo zahlen kannst. Und die Leute wollen das halt nicht gestückelt, sondern die wollen das halt ganz als Dings, als quasi einen Betrag. Das ist auch besser wie im Handel, ne? Dann kann keiner den anderen bescheißen und so. Und da ist es halt schon immer ein bisschen blöd. Deswegen muss ich jetzt langsam mal gucken, dass ich das Gold auf den kleinen Servern ausgibt, beziehungsweise es halt irgendwie auf einen Server zusammenkriegt, ne? Da, wo ich am besten halt auch die Chars habe, die 120er. Ich habe ja auch noch viel Gold auf irgendwelchen Level 1 Chars rumflacken. Müssen wir mal schauen, wie lange wir durch MOP jetzt brauchen. Ich habe jetzt mal angesetzt, so 3 Level pro Stunde schaffst du eigentlich im Schnitt. Schauen. Da keiner den Dings. Ah, ihr habt es gedrückt, oder? Es ist verbuggt, kann das sein? Ah, jetzt geht's. Ganz komisch. Musst du, glaube ich, vorher drücken, bevor du sie runterklopfst. Oh mein Gott, warum haut der Rogue die Sphäre? So Sachen, wo ich mir denke, okay, gut. Ich kann auch diese Rübe rausholen, diese Boss-Attrappe, ne? Dann kann er auch da draufhauen. Bringt zwar nichts, aber... Oh. Ah doch, er hat sie unsichtbar gemacht. Ich dachte schon. Ich habe schon Böses geahnt, ne? Mein Oh-Oh wieder. Ja. Hat keiner den Typen gedrückt bis jetzt, oder? Durchheilen. Jetzt kann ich. Ja, drück mal den Typen, notfalls gebe ich mir eine Hand auflegen. Etwas. Ja. Okay, passt. Mein Gott, ich hasse solche Ideen, die durchprügeln, aber das Zeug nicht drücken, ne? Der Gruppe vibest du ganz gerne mal, wenn es keiner hinkriegt, das Ding zu aktivieren. Okay, mit dem Hunter brauche ich den auch noch. Wunderbar. Schön, Hauptsache die Sphären immer killen, ne? Das ist alles, was zählt. Also wenn jetzt einer die Gruppe pullt, dann lassen wir ihn sterben. Ah, er shrouded, okay. Also wir hätten natürlich auch da vorne überall durchschrouden können. Frag mich, kannst du eigentlich hier irgendwo hochlaufen? Das habe ich eigentlich auch noch nie probiert, ne? Dass du einfach alle Gruppen auslässt. Wie hier irgendwo aus dem Wasser wieder hochkommen würdest. Weißt du, was ich mich gerade frag? Ob du bei der großen Brücke hier hinten irgendwo runter... Nee, okay, da geht's noch weiter runter, da kannst du nicht runterspringen. Ob das irgendwie gehen würde... Dass du hier direkt zum Endboss kannst. Ich bin gerade überlegen. Hier kannst du nicht runter, oder? Hier irgendwie runterbacken könntest. Müssen wir mal hart ausprobieren. Du hast doch die Timeruns gemacht. Du musst es doch wissen. Ja, nein, aber ich hab... da musstest du immer alle Bosse eigentlich machen. Wegen, dass du den Dings bekommst. Ne? Das habe ich hier eigentlich noch nie ausprobiert. Ob du... ob ich schon irgendwas über das neue Bienenmount weiß. Ich weiß lediglich, dass du's, dass es in den Spieldateien jetzt drin ist und dass du es bekommen kannst. Ne? Warum ist das jetzt nicht ganz weg?
Mit einem 8.2 wird vermutet, dass man sich's erspielen kann und dass es ziemlich aufwendig sein soll. Aber was man genau machen muss, weiß ich noch nicht. Ich werde mir jetzt aber die Tage mal die ganzen Mounts angucken, wo man was herbekommt und dann vielleicht auch ein Video zu basteln. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich die Woche relativ viel anderes zu tun hatte noch. Da kommt jetzt gleich nochmal so ein Typ, der noch eine Quest abgibt, ne? Oder wo man, ja, da haben wir... Können wir jetzt hier mit der... Schauen wir mal, ob die Leute annehmen. Nee, aber wie es genau geht, weiß ich noch nicht. Nee, das müsste man noch in Erfahrung bringen, tatsächlich. Instant Invite. Was war denn das? Hier war da auch nochmal irgendwas gelegen. Ach, Brauerei, oh, den waren wir auch noch nicht. Wie lieb von dir, dein altes Tantchen Sturmbräu. Ich glaube, danach würde ich mal sagen, dass wir Ding, Q und Cutter, weil sonst kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder in die ganze Zeit in die Innis rein, wo wir schon waren. Ich pull jetzt mal hier die einen Affen auch noch dazu. Wenn man die hier die immer unter die Feuerdinger ziehen. Komm mit. Alter, ist das nervig. Ja, keiner haut die kleinen Dinger oben in den Ecken an, ne? Ja, ich zieh die jetzt da mal hin. Ah, es war zu früh. Die Affen kicken dich halt die ganze Zeit zurück. Ich kann die halt kaum ziehen. Die müssen halt immer auch da in der Nähe sein. Ja gut, jetzt sterben sie sowieso. Ja, die casten, die kannst du wohl anhauen und dann verlieren sie ihre Leben. Ja, du kannst die anschließen und dann macht's Pum und dann sind die tot. Aber da müssen die Affen in der Nähe stehen, sonst funktioniert das nicht. Bloß ich bin halt übelst runtergeslowt. Hoffe ich, dass hier keiner auf die Fässer schießt. Sonst müssen wir loswerden. Alle Bücher einsammeln. Perfekt, ich habe schon 3 Stück. Ja, nee, aber sobald 8.2 rauskommt, wird man richtig viel Zeug zum Tun haben. Also zumindest solche Sammler wie ich werden richtig viel Zeug zu tun haben. Und deswegen versuche ich halt bestmöglich alles, was man halt jetzt vorher machen kann, schon mal wegzuhaben. Ne? Das ist wie so vor einem neuen Add-on, versuche ich auch möglichst alles Alte wegzuhaben. Bis jetzt hat das auch immer ganz gut geklappt, bis auf das Char-Mount. Ne? Das ist so das Ding, was mir seit MOP nachhängt, leider. Wird mir wahrscheinlich noch ein bisschen länger nachhängen. Weil ich ja eh Luck hatte, ne? Ich habe Ende Legion habe ich relativ schnell hintereinander 3 World Boss Mounts gekriegt, ne? Mitte Legion habe ich mir Nalak im Auktionshaus gekauft, weil ich auf Nalak keinen Bock mehr hatte, jedes Mal auf die Insel zu fliegen. Und dann habe ich ja irgendwann, ich glaube Andaster habe ich dann gekriegt gehabt, ne? Dann kurz danach ist Ruckmar quasi gedroppt und dann so eine Woche später, nachdem Ruckmar gedroppt ist, habe ich irgendwie gecheckt, ich habe mit irgendeinem Char, habe ich Galleon im Auktionshaus, hätte ich jetzt fast gesagt, im Inventar liegen und habe es nicht gecheckt, dass ich ihn gelootet habe, ne? Scheint war ich da so semi-AFK, war einfach nur eine Gruppe, der wurde umgeboxt und ich bin weitergeflogen, habe gar nicht gecheckt, dass ich ihn bekommen habe, ne? Dann habe ich die ganzen Chars durchgelockt und dann war er bei irgendeinem letzten Gammeltwing, war er dann im Inventar gelegen. Und ich habe es auch nur rausgefunden, weil er hier oben bei Rarity wurde nicht mehr angezeigt, ne? Ich dachte mir, warum buggt denn Rarity rum? Warum werden meine Galleon Tries nicht mehr angezeigt? Aber sobald du die Mounts hast, ne, werden die Tries nicht mehr angezeigt, weil du es ja dann fertig hast. Und da habe ich mich schon echt gewundert gehabt. Weil das auch quasi so rum ganz gut ist, weil dann, sobald es oben nicht mehr angezeigt ist, weißt du, okay, ich habe es mit irgendeinem schon gelootet und ich muss jetzt bloß noch rausfinden, mit welchem Char ich das gelootet habe. Ist bei mir jetzt gar nicht so einfach bei so vielen Chars, ne? Aber ja, lockst du da mal durch, dann findest du den schon irgendwo. Ach so,
so, stimmt, Rarity macht auch einen Screenshot bei sowas, ne? Ah, jetzt sagst du was, ne? Theoretisch hätte ich mal einfach in meinem Screenshot-Ordner suchen können und dann hätte ich es gewusst, bei welchem Char es ist. Ja, das wäre natürlich die clevere Variante gewesen, da hast du nicht ganz unrecht. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Jetzt geht das Ding wieder nicht auf, ne? Hier das Fass. Echt interessant, dass diese ganzen Shatling da in den Fässern drin hocken, ne? Will man gleich glatt reinspringen, ne? Ich glaube, die haben scharfe Zähnchen, die Shatling, da musst du aufpassen. Das sind so, nicht so die netten Osterhasen. Naja. Ich habe ja schon ein bisschen was über Nastya-Tal gesehen, ne? Und dann gibt es ja auch wieder von beiden Fraktionen wieder so quasi ein Volk, was mit dir halt verbündet ist, ne? Und die könnten theoretisch auch die neuen verbündeten Völker werden. Ich schätze aber, was ich ja schon letztes Mal gemeint hatte, dass die Volpira und die Mechagnome die nächsten werden. Und vielleicht kommen die aus Nasya-Tal dann auch irgendwann mal noch dazu. Wobei es ja meistens mit verbündeten Völkern so gehandhabt wurde, dass die ja zu irgendwelchen bestehenden Ländern dazu passen. Ne? Und die es jetzt in Nasya-Tal gibt, die passen ja nicht wirklich zu bestehenden dazu. Ne? Das ist ja nochmal was ganz, so ganz Extriges. Ach, schau mal, wir kriegen nochmal einen Shroud. Also, weißt du, das ist wieder so ein Rogue. Das ist so gut gemeint, aber nicht gut gemacht, ne? Wir stehen da oben, es sind halt keine Mobs und er zieht halt den Shroud. Und jetzt haben wir quasi nichts damit geskippt. Das ist halt gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Sind bei Horde das Wassergoblins, das verbündete Volk? Weil bei der Allianz sind es ja, ich weiß gar nicht, was das ist, die sehen so ein bisschen aus wie die, wie diese Typen hier in MOP, ne, diese, wie heißen sie denn? Jinju oder irgendwie sowas schimpft sich das, ich bin mit Namen nicht gut. So ähnlich sehen die ein bisschen aus. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauch ein Ziel. Glaubst du, dass sie besser werden? Aber die Wassergoblins wären relativ. Was ich? Ach fuck, ich wollte wieder mein Dings, ja. Verdammt. Ich wollte wieder mein Pony aktivieren und habe anscheinend das Mausrad hochgedrückt. Ja, Hand of Legend kann man schon mal wasten, das ist nicht so stark, der Zauber. Ja, so nah. Nur noch eine Prise. Du hast jetzt auch doch deine Flügel gekriegt, oder? Weil ich eine in der Skillleiste gefunden habe. Hab ich das? Hilft. Moment, ich schau mal kurz, ob ich da irgendwas habe. Nee, ich glaube, als Palatink hast du keine Flügel, du hast halt bloß. Wohl, warte mal, wie ist denn der Spell? Zornige Vergeltung heißt es bei mir. Auch als Heiler. Nee, das. Doch, zornige. Ah, doch, ja. Ja, egal. Ja, ich hab's. Jetzt packen wir das da mal hin. Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Soll ich vielleicht mitnehmen? Gleich, wenn die vielen Kleinen kommen. Ja, gehen wir mal hinter die Dings. Ich glaube, Giblin ist schon richtig. Giblins im Plural. Also mehr E-Schaden kommst du nicht mit, ne? Ja, ich habe keine Flügel. Ach so, liegt es nur daran. Ja. Aber den Hexer hast du dir geschnappt. Weiß gar nicht, wie die von den Allianzler heißen, aber die sehen zumindest so ähnlich aus wie die Jinzu. Wahrscheinlich wird es auch so ein Untervolk von denen sein.
Das da habe ich mir nämlich in der MP schon gedacht, dass man die vielleicht bekommen könnte. Als Allianzler und die Hordler dann die Hosen, aber diese Hosenaffen ist ja ein bisschen schwierig, wahrscheinlich dann mit Gear, dass man das richtig angezeigt bekommt, weil die ja ein ganz besonderes Model haben. Muss ja auch immer so ein bisschen passen, ne? Dass du das Gear drauf ummünzen kannst. Aber du brauchst halt eigentlich eher was für die Worgen dann noch und für... Was ist bei der Horde noch offen? Ich muss erstmal was anvisieren. Untote? Untote, ja stimmt. Untote brauchst du. Ja gut, bei Untoten... Ja, ah, weiß ich nicht. Hilfe! Was ist das für ein Ding? Egal. Nichts wird mich mehr aufhalten, jetzt wo ich so nah dran bin. Vielleicht, wenn ich es einfach nicht angucke? Du könntest so diese Qualdier könntest du machen, ne? Die sind ja auch so ein bisschen untot. Undead Kultirana. Oder das, ja. Stimmt, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Dann hast du so fette Untote. Ja, du, warum nicht? Weil die eigentlich ja auch vom Skelett her ähnlich aussehen müssten. Ja. Naja. Ich frage mich ja, wie viele verschiedene quasi verbindende Völker sie da noch reinklatschen, weil irgendwann wird es dann halt eng mit den Char-Slots, ne? Muss ich meine Gold-Chars irgendwann alle weghauen? Ach fuck, jetzt bin ich in einer Sekunde. Komm, bubble mal das weg. Ah, oh, hast du Agro? Interessant. Ich? Weil ich gebubbelt habe. Oder warte, ich kann auch den hier drücken. Ja, dann behältst du ihn, aber weil ich gerade eben den Ton schon rausgehauen habe. Wunderbar, noch ein Level up. Quest können wir auch noch abgeben. Halt, achso, der kommt erst noch, der Dude. Welch berauschendes Aroma. Es ist das perfekte Bräu. Ja, komm raus, ist mir doch egal, ob du dein perfektes Bräu hast. Oh, das hier nehmen wir. Du solltest dich um die Brauerei kümmern. Was hast du getan? Bringt neue Geschichten mit. Du schon wieder. So, dann wären wir tatsächlich mit der Stunde schon wieder durch. Mich hat's gefreut, dass du dabei warst. Und ja, schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Euer Tela. Bis dann. Ciao.